Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX heute am Freitag, dem 18. Juni 2021. Es sollte volatil zugehen, das ist es auch, denn in dieser Woche hat der sogenannte Hexensabbat stattgefunden, um genau zu sein, am heutigen Handelstag. Und der DAX verlor 1,78% oder umgerechnet 280 Punkte. Sie erinnern sich, es gab einen festen Plan, nämlich ein Verlaufshoch in der Verfallswoche und dann bereits im Idealfall eine erste Umkehr. Jetzt geht es darum, dass sich diese Kursschwäche auch in der kommenden Handelswoche fortsetzt. Denn der Startschuss der Konsolidierung wäre gefallen. Jetzt geht es aber eben darum, dass der deutsche Aktienindex in der nächsten Handelswoche im Idealfall hier diesen gleitenden Durchschnitt aufgibt. Es handelt sich hierbei um den 50-Tages-Durchschnitt. Der hat eigentlich mit den letzten Kurskonsolidierungen immer wieder als Unterstützung fungiert. Wenn der kippt, könnte eben hier der letztendliche Weg freigemacht werden für eine Korrektur zunächst einmal in Richtung der hier dargestellten Aufwärtstrendlinie. Korrektur ist das richtige Stichwort, denn wenn Sie meine Analysen aufmerksam verfolgen sollten, hatte ich ja darauf bereits aufmerksam gemacht, dass ich bei Covestro davon ausgehe, dass es hier noch weiter bergab geht und hier auf ein mögliches Ziel von unter 50 Euro hingewiesen hatte, beziehungsweise respektive 49 Euro. Wir sehen heute ein klarer Trendbruch. Jetzt könnte eben auch in der nächsten Handelswoche obendrein noch die 200-Tage-Linie nachhaltig aufgegeben werden. Und damit würde sich umso mehr das Ziel von ca. 49 Euro bestätigen. Also es ist und bleibt sehr, sehr spannend, denn die kommende Woche wird sich eben jetzt in der Tat so ein bisschen als wichtig erweisen, denn dann sieht man eben, ja, es kommt mehr Abgabedruck oder waren es tatsächlich nur kurzfristige Verfallsmächte und der DAX rennt wieder nach oben. Warten wir es ab, eine spannende Börsenwoche geht zu Ende und auch eine spannende Börsenwoche steht uns somit bevor. Wohin ich tendiere, das lesen Sie wie immer auch natürlich in der Ausgabe im Detail. Dort gibt es ja auch noch immer eine aktive Trading-Idee, die ich hier begleite. Schauen Sie auch also mal rein, falls Sie es verpasst haben sollten in diesem Sinne. Jetzt aber einen guten Start ins Wochenende und bis kommenden Montag.